Und willkommen zurück, meine Freunde, hier bei Uncharted 3 Drake's Deception. Wir sind immer noch in der Kalali oder was auch immer Wüste und ja, suchen einen Ausweg weg von den Trümmern des Flugzeuges. Sieht man das eigentlich noch oder ist das mittlerweile schon in weite Ferne gerückt? Sieht ganz so aus, als würde es Drake gar nicht mehr sehen. Können wir hier runtergehen eigentlich? Geht das? Nee, da kommen wir nicht drüber. Meine Güte, Drake. Wie kommen wir nur hier raus? Wieder wird der Bildschirm weiß. Drake ist fix und alle natürlich die Hitze. Und das alles, die ganze Action, kaum was zu trinken. Seit wahrscheinlich Stunden, vielleicht sogar Tagen. Na, Tagen glaube ich weniger, aber seit Ewigkeiten halt. Auch das Essen ist nicht gerade viel gewesen. Das Einzige, was er bei sich trägt, ist seine Kalaschnikow oder was immer das da hinten auch drauf ist. Nein, der Kalaschnikow ist es jetzt nicht. Aber halt ein anderes Schnellfeuergewehr. Und das ist halt auch nicht sehr nahrhaft. Jagen kann er hier auch nichts. Oh, was haben wir da? Ein Stein, Pflanzen. Das ist doch immer sehr vielversprechend. Oder ist es eine Fata Morgana? Was ist das hier? Ein Brunnen? Ein Brunnen mitten in der Wüste? Bitte wie? Oder was? Okay, nur her damit. Egal, ob kalt oder warm. Verdammt. Cool, noch mehr Sand. Aber, was zum Geil, macht so ein Brunnen hier mitten in der Wüste, ohne Häuser, ohne alles. Ist ja gar nichts. Nur ein Brunnen. Das muss ein Scherz sein. Jetzt. Ja, runter kommen wir wohl auch nicht. Ganz toll. Tja, Drake, was nun? Hui, wird's gerade Nacht oder was? Was nun? Oh. Jetzt sind wir mitten in der Nacht und das könnte kalt werden. Hey. Wo bist du, Sally? Wo bist du? Ja, das hilft mir bestimmt. Der große Wagen. Mist. Ich hätte zur Navy gehen sollen. Ja, besser ist. Ja, ich, wundert euch nicht, ich habe jetzt gerade mal eben kurz nach den Sternbildern gesucht, die wir ja mal abgleichen durften vor einer langen Zeit. Und wir sind noch immer in der Wüste und Drake hat noch immer nichts zu trinken. Und wer winkt denn da hinten? Da ist eine Palme. Ich weiß nicht, ob ich dieser komischen Fata Morgana oder was da ist, da folgen soll. Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Was zum Teufel ist das? Ich gehe mal hier rüber. Ist das eine Fata Morgana? Welche Wurzeln klammern hier? Was? Welche Äste wachsen aus dem steinernen Abfall? Wer quatscht denn da? Menschensohn, du weißt es nicht, errätst es nicht. Hä? Schon wieder der Brunnen? Willst du mich verarschen? Denn du kennst nur Bruchstücke von Bildern. Der Brunnen? Wo die Sonne strahlt und der tote Baum keinen Schutz spendet.
Die Grille keine Erlösung und der trockene Stein kein Rauschen des Wassers. Aber... Verdammt, ich laufe hier im Kreis. Mist! Scheiße! Nate verirrt sich hier mitten in der Wüste. Das macht's natürlich nicht besser. Jetzt ist er schon einen Tag und eine Nacht unterwegs, ist er nächsten Tag wieder hier und er ist immer noch an selber Stelle. Nur dieser rote Felsen bietet Schatten. Komm in den Schatten unter dem roten Felsen. Bringt mich das weiter? Und ich zeige dir etwas anderes. Als den Schatten, der dir des Morgens folgt. Oder der sich abends erhebt, um dich zu begrüßen. Ich zeige dir Furcht in einer Handvoll Staub. Okay. Das klang jetzt nicht gerade nett und vielversprechend, wenn ich ehrlich bin. Boah, ist die Reise durch die Wüste endlich mal zu Ende? Ich meine, so langsam wäre es mal angebracht. Ich meine, erst ersaufen wir fast, jetzt verdursten wir bald und... Oh, Mann, Drake. Also dieses Abenteuer, das geht mal richtig durch Mark und Bein, würde ich mal sagen. Also hiernach kannst du erstmal, brauchst erstmal eine Runde Urlaub von all dem ganzen Scheiß. Dann muss ich doch mal erholen von dem ganzen Extremen, die er erlebt. Hitze, zu viel Wasser, zu wenig Wasser, Erschöpfung und. Da wächst ihm glatt ein Sandbart. Hallo? Wer du? Nate! Drake? Nate! Sully? Wach auf! Hilf mir! Ich bin wach! Aber das ist doch nicht Sully, oder? Deine Hand. Das ist doch nicht Sully, oder? Träumen wir? Ich habe dich überall gesucht. Ich habe dich gesucht. Keine Ahnung, wie lange ich schon hier bin. Glaube ich. Ja, sind wir weg, oder? Sorry. Jetzt hat er schon Halluzinationen. Es wird und wird nicht besser für Drake. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Jetzt ist er schon 2 Tage und 2 Nächte unterwegs. Dass er immer noch lebt, ist ein Wunder. Und ich bin der Meinung, wenn er langsam nicht mal was findet, Sally, dann... Was ist denn das hier? Was ist ein Geschäft? So ein Glück. Da unten. Was ist denn da? Da unten ist was. Bitte lass es keine Fata Morgana sein. Lass es ein Dorf sein mit Wasser, mit Essen, mit Verpflegung für unseren armen Drake. Und wir laufen drauf zu. Und der letzte Hügel. Und es scheint dort was zu sein. Aber was? Naja. Das wird ja immer besser. Kapitel 19, die Siedlung. Oh Mann, was ist denn das hier für ein Ort? Okay, mal sehen. Da findet man in der Wüste eine Stadt und dann ist das so eine zerstörte. Das kann doch wohl nicht wahr sein.
Ich hoffe, dass Drake hier trotzdem irgendwas zu trinken findet. Sag mal, kannst du nicht hier die Pflanzen irgendwie ausrupfen und... Ich meine, die müssen da auch Feuchtigkeit dabei sich tragen, so wie es aussieht. Zumindest, weil sie so grün aussehen. Ein Drake. Oh, ich kann mal hoch. Und rüber. Oh! Okay, stabil scheint die Stadt auch nicht zu sein. Na, ganz toll. Boah. Na toll. Verdammt. Verdammt ausgetrocknet. Und der ist auch trocken? Ey, das kann doch nicht wahr sein. Komm, Drake, quetsch dich mal hier durch. Da, ein paar Tropfen Wasser. Mist. Nicht trinkbar. Was? Ah, leck mich doch fett. Okay, nicht aufgeben. Und das hilft uns also auch nicht weiter hier. Na, ganz toll. Wieso ist das nicht trinkbar? Oh, das gibt's doch nicht. Komm nicht mehr durch hier? Okay, ein paar Glitches. Ah, hier kommen wir wieder hoch. Das habe ich gerade nicht auf Anhieb gesehen, aber... Hallo, Drake? Ah. Ruhig hier. Ein Schatz finden wir hier auch noch. Boah, also das ist echt mal eine Geisterstadt schlechthin. Hier ist ja nichts. Alles zerstört, wie von einem ja Sandsturm. Alles. Oh! Scheiße! Es ist Drake! Und Drake findet auch in der letzten Kaschenne noch Gegner, die es zu besiegen gilt. Ich könnte so kotzen. Hier, komm mal her, mein Freund. Zack. Die Waffe brauche ich jetzt mal. Danke. Und hier, bitteschön. Nimm das und das. Und dann gehen wir erstmal hier in Deckung. Wow, was ist denn hinten los? So, mal eben ganz kurz. Oh, scheiße, scheiße. Na, hätte man anders vorgehen müssen. So geht's nicht. Gut, das Ganze nochmal. Warten wir wieder mal auf einen der Gegner. Ja, mein. Komm, rück mal raus, die Knarre. Danke. Boah. Erstmal hier in Deckung gehen. Oh, leck mich doch. Ich glaube, der hat ein bisschen zu weit geworfen. Das ist unser Vorteil. Wow, Drake! Wow. Mann, dass der nie in Deckung geht. Hier, nimm das da. Ah, scheiße. Ich dachte, der wäre weit genug weg von der Granate. Okay, das ist ja gerade ein bisschen tricky. Wow! Hallo, Drake? Ah, ja, das lief jetzt mal nicht so gut. Okay, nochmal. Diesmal aber Konzentration hier. Hier, nimm das da. Boah, Alter. Ey. Ich hab das Gefühl, Drake hält hier gar nichts mehr aus, ey. Und wir müssen ja kurz hier vorne hin, weil wir wenigstens Waffe hier mitschnitten können. So. So, den haben wir erwischt mit einem Schuss weg. So, der auch noch. Noch einer. Oh, wow. Verdammt. Komm schon. Jawohl, der hat seine Granate verloren.
Dadurch hat man jetzt mal ein bisschen Luft. Halt, da ist noch was. Oh, nimm doch die Waffe damit, verdammt. Autsch. Ja, jetzt komm. Und ausgewichen. Und drauf auf die Fresse. Und nochmal. Und nochmal. Und zack, zack. Und jetzt werden wir schon wieder beschossen. Und Deckung. Oh, was war das denn? Alter Falter. So, jetzt haben wir so langsam alle. Boah. Dann auch so einen dicken Gegner dabei. Gut, die Schießerei geht ja schon mal wieder gut ab hier. Eine Granate hat er auch dabei. Haben wir ein bisschen Muni. Alles mal mit einstecken hier. Hervorragend. Was liegt denn da oben? Ist das eine Granate oder was? Wer hat die denn da oben hingeworfen? Naja, ist ja wurscht. So, hier haben wir einen zuen Brunnen. Vollgeschüttet mit Sand. Boah, Drake, ey. Aber wo sind wir hier überhaupt? Dass wir hier wieder auf Gegner treffen, ey. Das gibt's doch gar nicht. In jeder Kaschemme trifft er irgendwelche Gegner. Ey, das ist der reinste Wahnsinn. Einmal kurz den Rücken weggezimmert. Da habe ich noch einen gesehen. Komm her, mein Freund. Bam. Der wäre besiegt. Irgendwo hier vorne. Yeah, mit einem Schlag. Da ist noch einer. Wow. Wow, wow, wow! Wow! Okay, einmal den hier. Da kommt schon Drake! Oh, da ist noch einer! Scheiße, den hab ich nicht gesehen! Wow! Nein, 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 nein! Ach, komm, ey! Wo kommen die denn alle her? Ist ja wie ein Nest! Doch am Arsch! Ey, da geht das Spiel wieder weiter und du kriegst hier direkt mal auf die Fresse ohne Ende. Hier, nimm erstmal die Scheiße damit. Ich zieh mich erstmal zurück. Gibt's doch gar nicht. Gehen wir am besten hier oben hin mal. Haben wir hier nämlich auch noch ein paar Knarren. Du bist tot! Nein, du bist tot. Oh, eine Mac? Ich meine, okay. Was die jetzt gerade hier brauchen, weiß ich nicht. Oh, Dreck. Geh aber durchs Loch mal. Ja, wo sind die denn alle? Da oben ist einer. Na ja, mein Freund. Da springt der vor Freude in die Luft. So. Irgendwo ist also noch einer. Ich höre ihn zumindest. Da ist er. Und das nenne ich mein Headshot. Hier geht's weiter. Oh oh. Oh oh. Jetzt geh doch hier! Oh, was war das denn da? Da tanzt er da auf dem komischen Ding auf und ab, ey, und... Ja, hat super geklappt. Hat super geklappt, Drake. Irgendwo ist da noch einer. Doch. Ah, ey, wieso immer? Oh. Meine Fresse. Drecksgegner.
Mist. Oh, oh, oh. Es wird langsam lächerlich. Aber hallo. So, der wäre beseitigt. Meine Fresse. Wie viele Gegner man hier beseitigen muss, das ist ja der reinste Wahnsinn. Ja, noch ein Schatz. Da haben wir noch eine Knarre, ein bisschen Mag-Munition, das ist ja wunderbar. Ja, die Sniper, ich halt. Hallo? Keiner von die Sniper brauchen hier. Oh, ich hab genug. Na toll. Oh. Ein bisschen Konzentration wäre dann vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Also nochmal. Entdeckung. Ja. Ach, Dreck. Ach, Scheiße. Was macht der da? So. Und besser. Auch noch dran. Einfach mal stehen bleiben würde. Wow. La 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 la. Ich weiß ja nicht. Wow. Sie verarschen? Boah. Deckung. So. Einmal kurz nachgeladen, was die Gesundheit angeht. Irgendwo war hier einer. Oh, um die Ecke. Nein, nein, nein. Du wirfst hier keine Granate, mein Freund. So. Und ich höre da schon wieder einen. Moment. Puh. Gut, dass wir die Mac haben. So konnten wir den eiskalt mal eben kurz zwischen die Augen schießen. So, ein bisschen Munition, aber ruhig ist es hier dennoch. Oh ne, da geht's tief runter, da wollte ich jetzt nicht hin unbedingt. Meine Fresse, ey, das gibt's doch gar nicht, dass man hier an jeder Ecke die Gegner wieder trifft. Haben sich hier häuslich eingerichtet oder was? Na, dann gehen wir mal hier durch. Mal sehen, wo wir da hinkommen. Na komm, Drake. Ein Schritt geht noch. Noch zwei. So. Durch auf dem nächsten Marktplatz, oder was? Hm. Sieht ja schon doch sehr interessant aus hier. Aber alles noch sehr ruhig. Ja, meine Freunde, also, da wären wir jetzt durch die Wüste in diese Stadt gelangt, um festzustellen, dass auch hier wieder Gegner sind. Wo die auch immer herkommen, ich habe keine Ahnung. Entweder hat Drake da irgendwie ein Händchen für oder ich habe keine Ahnung. Naja, auf alle Fälle sage ich mal, ich habe das Gefühl, dass wir so langsam dem Ende entgegenkommen, weil die so viel Action wie momentan hier abgeht, das ist ja der reinste Wahnsinn. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ich sag dir mal bis zum nächsten Mal und dann schauen wir mal, was es mit der Stadt hier noch so auf sich hat. Also, vielen Dank, bis zum nächsten Mal hier bei Uncharted 3 Drake's Deception.